hat er geschrieben im Chat? C8R GTI. Dafür merkst du das Holpern auf der Straße sehr doll. Gibt doch das vom, warte mal. Gut, kann man machen. Die ist jetzt for free, ne? Also die würde jetzt nicht diese nicht 5 Euro kosten. Die ist for free, weißt du? Das sind nur Skins, scheiße. Gibt's die nicht? Muss ich denn mal gucken? Ah, egal. Nee, die ist nicht for free, die kostet die auch. Scheiße, Mann. Ah, schau mal an, wie geil. Ach so, ich dachte, das kann man die Autos hier kaufen. C8R. Ja, und so eine wunderschöne Karosserie. Ach du Scheiße. Hier sind die ganzen GTI-Sachen, oder was? Geil, guck mal an hier. Ach, ES Endurance. Ja, geil, Mann. Okay, da sind die ganzen GTI-Ding. BMW M8 GTI, Ford GTI gibt es auch noch. Erste Marte, oh, okay. Da gibt es eine Menge. Da muss ich mal morgen schauen, ob die, was der da. Das ist ja gigantisch. Hier gibt es eine schöne Sammlung. GT3 Meisterschaft. Steht auch mal, dass die Autos da gefahren werden. Oh, das ist ja ein furchtbares Auto. Uff. Ja, TG, siehst du? Okay, das trage ich dann in die Liste von scheiß Autos ein. Echt? Also, oh, ist ja furchtbar. Das finden wir alle ultra stark. Das ist ja komisch. Naja, sagen wir es mal so, es macht Spaß. Aber ich glaube, muss ich 300 Jahre fahren, um an meine Zeit von eben ranzukommen. Nee, 300 Jahre, du musst da 20, 30 Runden fahren. Mindestens. Und die von BMW, ja, das ist schon krass. Stehen hier welche, mit welchen Autos gefahren wird die Meisterschaft? Na, weil die müssen ja dann die ganzen Autos auch gleich haben. Hier sind halt Strecken, nur Nordschleife. Driverlist. Ich will die Autos sehen. Das ist ein Zweikampf. LMP3. Ach du Kacke, okay. Cool. Schade. Ich würde mir gerne die Autos zusammensuchen. Oder gibt es die nicht so zusammen zu holen oder so? Was denn noch so? Was kannst du denn empfehlen? Probier einfach durch. Probier einfach durch, würde ich sagen. Weil wenn ich dir was empfehle, dann wenn ich das beste Auto empfehle, bist du komisch.
Wie bin ich komisch? Nee, dann sagst du, das ist scheiße. Okay, ich sag nicht, dass es scheiße ist. Welches ist das Beste? Ja, das ist der BMW, den du gefahren bist. Und der Platz 2 ist der Porsche, den du eben gefahren bist. Probier den 2020 aus, den ganz unten, den neuen. Welchen bist du eigentlich gefahren? Bist du jetzt den 911er oder den 991er gefahren? 911er. Dann fahr 991er. Das ist der Nachfolger von dem, den du geliebt hast. Der fährt sich fast genauso gut. Ich war da schon ein paar Mal drauf, habe ich gar nicht gesehen, du. Na ja, gut, dann lass es mich umformulieren. Er ist nicht scheiße, sondern er gefällt mir halt einfach nicht. Er ist halt schwerer zu fahren vielleicht, oder? Aber das ist okay, macht ja nichts. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn du mit Formel 1 sagst, dass man da so über die Strecke fliegt. So, darf ruhig ein bisschen einen die Arbeit beim Bremsen abnehmen. Load more. Downloads. So, warte mal. Assetto Corsa. Das sind immer Porsche. Wieso heißt er nicht Darche, der Porsche immer? Nee, Darche ist. Ist das der Modder selbst? Weil der. Achso, es war mehrere heißen so. Na gut, Jens. Dann probier einfach durch. Aber das kannst du mal testen mit dem Porsche. Was haben die beim Formula Pack drin? Für Zweier jetzt im Angebot. Formula Pack heißt schon mehrere, oder? Sind da keine Infos? Help! Was ist denn das? Formel 4 oder was? Oh nein, was ist denn das? AC Formula Pack. Ja, was denn? Verstehe nicht. Hier ist auch Wix.com. Was ist denn das? Proudly created with Wix.com. Die anderen auch. Okay, der fährt sich schön, aber der Sound geht ja gar nicht. Jetzt merke da am Sound auf einmal. Copyright. Ach so, ja gut, okay. Können ja nicht so nennen. Nichts darf man hier sagen, ne? Naja, aber du meckerst ja die ganze Zeit, oder was? Stimmt gar nicht. Und welche sind die GTEs? Weißt du das zufällig hier? Lukasu? Hab ich einmal gesagt, das Auto mag ich nicht und einmal der Sound ist komisch und dann heißt es gleich, ich mecker die ganze Zeit. Sofort Krieg. Nee, alles gut. Gleich ich abgestempelt für den Rest des Lebens. Ja, Gärtner. Natürlich. Ich will, ja. UAD Michigan EGT. Ist das nicht das? Ach so, okay. Mhm. Ach so, ist da einfach umgedreht. Lol. Ich verstehe. Jetzt check ich die Logik. Ja. Jetzt habe ich's. Jetzt komm mir mit. Jetzt verstehe ich's. Mhm. Jetzt
Okay, jetzt ist die Sache. Ist okay, okay. Naja, macht dann schon Sinn, wa? Macht dann schon Sinn. Achso, ich kann ja so gehen. Okay, es passt ja auch. ACT5 Pack. 13. Oh, ui. Ja, ist ja gut. So, das. Okay. Okay, dann muss ich auch wirklich mal nochmal schauen. Du musst nur offen lassen. Ich tue mir es dann offen lassen für ein Wohnzimmer dann morgen. Deswegen, okay. Ist das der coole GT1 oder was? Krass. Der ist ja ultra, also den fand ich eigentlich geil. Krass, was da es gibt hier. Ja, schön, schön. Das habe ich zugemacht. Egal, ich finde schon. Okay. Ja, danke dir. Sortiere ich da mal. Später schauen wir das mal an. Und dann gucke ich, was der Jens da macht hier. Was ist denn das? Was machst du da? Muss auch noch ein paar Sachen testen hier. Also, der Ach. AMG, der ist wild, der ist komisch. Den lassen wir mal drin. Sag mir, dass du zuguckst, dann baue ich nicht so viel Scheiße. Ich gucke ja nicht zu. Ach so. Audi Continental Bentley, ja, okay. M4. Ja, der war eh OP. Komm, ich fahre den einmal. Ich fahre den einmal. Ich bin dann auf dem Nürburgring gefahren und dachte mir, ach du Scheiße. Aber wenn der mit den GTE jetzt konkurrieren kann, why not? Jetzt kann ich bestimmt gar nicht mehr fahren. Weil du ihn verschmutzt hast. Jens. What? Ja? Wie willst du jetzt den Porsche fahren oder was? Nee, den BMW. Verschmutzt. Mal 2 Stunden laden hier. Schon sauber macht. Achso, es gibt ja keinen anderen. Okay. Was für ein Druck? 26 passt. Was soll ich mit 50 Liter? Zum Teufel, was mit denen? Let's go. Boah, was denn jetzt? Ah, der normale Sicht. Okay, passt. Jo. Ja, Sicht geht so. Bisschen näher noch, wäre nicht schlecht. Aber wir fahren jetzt mal. Wieder aufmachen. Jo. Erster Gang 106, okay. Also ich fand den am Nürburgring geil. Mit dem Schacht, das war dieser scheiß Scheibenwischer, der mich gelangweilt hat schon damals. Ich fand den schon am Nürburgring wild. Das hat Power, der BMW hier, sag ich dir. Aber beim BMW war das Sound wild, oder? Ja. Wie verwirrt der scheiß Scheibenwischer, ich sag's euch. Was ist denn das? Oder ist das irgendeine dumme Antenne? Ich reiß die gleich raus. Eieiei, zu langsam. Also zu schnell, meine ich.
Wow, ich habe mich nicht getraut. Gas zu geben. Aber ich glaube, ich könnte viel früher Gas geben. Ach Mann. Und die Zeit setzen. Ja, ist ja gut. Dieser Scheinwischer vor uns zurückgeht. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich hier drauf mache. Boah. Okay. Ich habe das Auto dann. Ich bin das Auto nicht mehr gefahren, weil ich fand es zu einfach. Jens, ich war einfach zu abgehoben. Ja. Ganz zu einfach. Jetzt keine Challenges, habe ich es gelassen. Wenn ich ein Auto einsteigen das hasse, dann fahre ich es einfach, bis ich nicht mehr hasse. Welches nochmal? Ach, den BMW. Ja, ja. Weil er wie auf Schienen fährt, sagst du. Fand ich damals, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich probiere gerade. Uiuiui. Oh, Leck. Scheiße, man Leck. Ich muss die Kurve eng nehmen. Was ist denn? Mein Fuß ist wieder seltsam. Fuck, mein Bremsfuß fängt an, Sachen, Dinge zu machen, die er nicht soll. Ja, der Porsche ist schon besser. Ich musste mal das Setup vom Technik geben. Das ist einfach nur ein Klick für dich, dann hast du's. Wie, schon weg? Schon wieder weg? Jojo, eine schnelle Runde. Ja, das kann man so auch so. Also, den Fehler habe ich auch gemacht früher. Das ist schon 10 Runden fahren mindestens. Oder 20. Ja. Ich mehr Runden mit dem fahren, wo man sagt, so, yo, da habe ich Bock drauf. Ja, klar, das fühle ich. Probiere ich mal die Benz-Schleuder. Oder ein Audi? Ich meine, Audi ist quasi. Ja, eigentlich muss ich ja schon aus Prinzip den Audi nehmen. Zu weit rausgekommen. Nehmen wir erstmal den Audi. 1,50 ist echt. Kann sein, dass sie den auch ein bisschen gefixt haben, weil es gab jetzt Update, ne? Kann sein, dass sie den auch geändert haben. Weil ich bin mit dem 4 Sekunden schneller gefahren in Lübeck als mit allen anderen Autos. Es kann sein, dass sie den normalisiert haben. Kann ja auch sein mit dem Patch, weiß ich nicht. Ja, geil, ich meine, ob ich den überhaupt schon mal gefahren bin. Stimmt, weil der fühlt sich jetzt nicht mehr so OP an. Aber Audi ist ja so ein bisschen wie Nissan Skyline. Die haben ja auch manche Rennserien Ewigkeiten dominiert. Der Nissan hat nie dominiert, deswegen haben sie rausgenommen. GT3, leider. Ein Rennen gewonnen oder so bisher. Weil ich weiß, hat letztens mal einer erzählt. Du hast ein Rennen gewonnen, dann haben sie ihn rausgenommen? Nee, der hat dort nur ein Rennen gewonnen überhaupt in seiner Karriere. Ah, okay. So wie ich mitbekommen habe. Oh, der erste Eindruck ist ganz gut. Hat einen witzigen. Fährt sich witzig irgendwie. Fährt sich witzig.
Ja, die Bremsen quietschen auch so schön und du hörst immer so ein. Ach, das ist der, wo dir so der Zelttrag immer zugeht. Immer ja, wo, kann sein, oder macht sie mal. Ja, genau, ich sage immer beim Gefängnis, der Zellentrag geht immer auf oder zu. Stimmt, so hört sich dann. Immer so, zack, geht der ganze Zellentrag auf. Okay, die haben den genervt. Die haben den verbessert. Weil so OP ist er nicht mehr. Krass. Zum Glück. Cool, dann müssen wir ja nicht beide drin lassen. Dann reicht ja der. Wow. Hey, Super Gens. Der fährt sich noch stabil, aber er ist nicht mehr OP. Dann können wir den anderen rausnehmen. Jetzt fahre ich gleich auch nochmal. Weil einer reicht. Wir haben ja zweimal den gleichen, ja, von zwei Moddern. Dass der nicht so super OP ist, kann man ja sehen, dass andere Autos auch schon gute Zeiten hatten so im Vergleich dazu. Aber ich fand, der ist schon sehr einfach zu fahren, muss man zugeben. Weißt du warum? Weil er ein fertiges Setup hat. Du musst nichts ändern, steckst ein und fährst. Du kannst. Okay. Das ist einfach super. Das Setup angepasst. Das ist einfach ein tolles Standard-Setup. Also, ist nicht einmal Standard, sondern der ist einfach mit einem tollen Setup hier drin. Manche haben das von den Mods, manche Modder auch nicht. Also ich würde mal sagen, der reiht sich einfach in die normalen Autos ein. So stark er auch war beim Nürburgring. Ich krieg die erste Kurve nicht hier mit den Bremsen, was ist mit dem? Ich glaube, mit dem BMW musst du ein bisschen früher bremsen. Sector 2 time is okay. Boah, also dieses das nervt ja. Der Zellentrakt. Das ist Katastrophe irgendwann. Hilfe. Ah, verloren, fuck. Nein, ich habe. Oh. Ich depp. Okay, er reiht sich einfach ein, es passt. Super. Mal die alte Version behalten, ne? Falsch genommen die Kurve, aber wir sind schneller. Oder ich kann noch nicht so gut fahren. Und wenn du kannst ja aus jedem Auto so ein Auto machen wie den hier, wenn du nur dich mit Setups auskennst. Erkennst. Weißt du? Kannst du hier das Auto ultra fahrbar machen.
Nein. Ey, ich hab Cut bekommen. Oh. Das ist schade. Mensch, der Gino, der gibt sich hier voll Mühe. Ruhe, I know what I'm doing. Boah, noch 0,5 besser, aber ich hab Cut bekommen. Oder habe ich nicht bekommen? Weil ein Sternchen da war. Ja, ich dachte, Sternchen ist Cut. Hat nichts gesagt, aber da war Sternchen mit der Zeit. Oder war das nur Verwarnung oder was? Oh, ja, 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 ja. Jetzt fängt das schon wieder an. Ich muss da mal um die Kurve kommen. Da muss ich lenken. Zwei Wagen. Oh, stopp und go. Nein. Brutal, brutal. Hier, der Wagen ist gut. Scheiße, ich hab doch vorhin so viel Zeit verloren, Alter. Entspann dich, wir haben noch eine Runde, du Sack. Was ist mit dir? Okay, erste Kurve nicht hinterher mit dem. Erst einmal geschafft. Der Benz kennt doch bestimmt wie so ein Rasen, ja, dafür sind die doch bekannt. Geht das schon mit Vorteilen da rein? Vielleicht meckerlich, gar geht schon Vorteile. Kappa. Ja, früher in den Spielen war es ja immer so. Benz mit seinen Saugmotoren. Das ist toll. Das Lok gehabt hier, Ford Cobra, nee, wann mal, wie hieß der? Hat er auch so einen Motor gehabt. Ich kann auch mal so. Uff! Okay. Ah, verdammt, war nein! Boah, ich war 0,4 vorne und hab mich verbremst in der Kurve. Ah, scheiße. Ja. Es geht hier um Zehntel. Um Leverletta geht's hier. Ja, ich bin eh. Das war's, ich muss eh parken. Ich hab keinen Sprit mehr. Mit der Maus da geht nicht weg. Also es geht noch besser, also 1,47 würde man locker schaffen mit einem guten Fahrer, aber ich bei mir ist halt hier. Als Low-Bock-Fahrer kann ich nichts machen hier. Ah, das ist eigentlich gar nicht so kacke der Wagen. Der Mercedes. Ich fand den, ja. Der ist nur gerutscht. Ich bin verrückt geworden.
Nur gerutscht ist der mir. Der ist nur gerutscht. Irgendwas hat der an. Irgendwas hat der. Kein Sprit mehr hat er. Was? Muss parken. Tschüss. Jo. Ey, warum? Hey, du Sack. Okay, also er ist super stark, sag ich dir. Das Setup ist halt ultra von dem. Das Setup ist halt ultra gebastelt. Du brauchst da nichts mehr basteln hier. Sogar, das ist einfach gut gemacht. Keine Ahnung, wie das hinkriegt, aber das ist einfach gut gemacht. Okay, krass, der ist viel auf Downforce. Bremskraft 64, könnte man vielleicht nur ein bisschen nach vorne tun. Hier kenne ich mich gar nicht aus. Sollen wir den mal ein bisschen verändern noch? Was soll ich alles kaputt machen? Sollen wir alles kaputt machen? Ich speichere es ja eh nicht. Bringen wir noch ein bisschen tiefer. Wir machen alles kaputt hier. Ja, 7 ist schon viel, ey. Bin mal gespannt. Dann würde ich den anderen halt rausnehmen, sogar. Push, push, push. Mal schauen. Ist der noch krasser? Ich glaube, ich bin jetzt langsamer. Yo! Wenn wir vierten hier so zu pesen. Wir waren jetzt eh langsam. Kann ich jetzt hier so schneller fahren mit dem nicht schon? Hey, wieso kriege ich jetzt die Curbs besser hin, obwohl ich tiefer jetzt lieg? Unlogisch, oder? Aber direkter lenkt er jetzt, boah. Da müssen wir einen dritten. Downforce. Hat der Downforce? Das ist halbe Formel 1 hier. Mit 170 die letzte Kurve da. Was ist denn das? Also, ja, doch, die letzte. Wollte ich nennen, die erste, aber letzte. Ja, scheiße gefahren die hier. Risiko oder was? Nicht so weit rauskommt, da ist kein Grip. Scheiße, der hat verloren. Zu weit rausgekommen. Ist zu schnell gewesen und überrascht, dass ich die andere Kurve überlebt habe. Kannst du dir nicht vorstellen. Time is good.
Okay, krass. Boah, Alter. Boah. Ich den noch rausgeholt habe hier. Vollgas, komm, 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 jetzt. Ah, nee, ich wollte lupfen, ich hab's. Ja. Alter Jens, der Wagen ist top. Ich hab's sogar noch tiefer gelegt. Ich hab noch tiefer gelegt. Dreh durch. Also OP rausnehmen. So eben nicht. Weil ich komme ja auch so einfach in die Zeit nicht ran, die ich dich hatte. Boah, das ist aber schon eine sehr gute Zeit gefahren. Ich hatte mit dem. Ich war mit dem Ferrari besser. Ja. Mhm. 1,46, 3 oder 4. Aber ich hatte nicht halb so viel Spaß wie hier. Ich komme mit dem BMW, mit dem Mercedes erstaunlich gut klar. Das ist doch schön. Der übersteuert, der untersteuert, das macht alles, macht er. Ja, also er ist nicht so einfach wie jetzt der BMW, das ist klar, aber. Ja, sowieso nicht. Das ist schon irgendwie ein Fun-Auto. Okay, aber ich sehe gerade, die Rückenzeit war nicht gut. Obwohl sie mir sehr schnell vorkam. Ist öfters so, dann fährst du gemütlich und dann denkst du dir Scheiße. Eigentlich dachte ich, dass ich eine schnelle Zeit gefahren bin. Aber, war aber du so. Fährst dann gemütlich und bewusst weiß es gar nicht. Das war nicht gemütlich. Hast du das gesehen? Kannst mich auch nicht immer treffen, ne? da hat daneben geflogen. Scheiße. Bisher würde ich sagen, geht so. Okay, Gino, 10 Minuten. Ja, eine Sekunde langsamer als mit dem Porsche. Das ist gut, dass du vergleichst, egal welchem Skill-Level, man kann vergleichen. Nur habe ich gemerkt, wenn ich ein bisschen weiter mich entwickle und nochmal aufs Auto zurückkomme, denke ich mir, okay, krass, der ist doch gut, ich habe ein bisschen falsch geurteilt. Deswegen mache ich bei jeder Strecke nochmal Tests von allen. Und so habe ich den Ferrari entdeckt. Ja, ich markiere mir die jetzt. Ich sag mal, die ich jetzt gut markiere, die werde ich nochmal fahren. Die ich sehr gut markiere, die fahre ich dann halt sehr oft so viel. Selbst die du schlecht markierst, würde ich einfach testen, weil das ist jedes Mal anders. Wenn du irgendwann mehr Skill hast oder mehr Wissen vom Spiel, dann kannst du selbst die handeln. Und wenn du dann irgendwann anfängst mit ein bisschen Setup basteln, sind die vielleicht sogar noch besser als die anderen. Ja, es ist jetzt nicht so, als wenn ich die nicht handeln kann, also den Porsche eben, aber. Ich frage mich halt, warum soll ich das erst lernen, wenn ich in ein anderes Auto steige und sofort klarkomme. Genau, das habe ich mich auch gefragt die Tage. Nee, also das habe ich jetzt falsch gemacht, scheiße.
Aber Recall hat er geschafft. Auch die gelbe Flagge zu schwenken, was soll denn das? Jetzt auf Langschwenke. Ich bin nur gegen die Wand gefahren und stell dich mal nicht an. Klar! Meine Wand! Anzeige ist raus! Beim Rennen gestern T-Shirt so geil, der ist gegen die Wand rechts und dann voll gegen von links Dong hin und her, so Ping-Pong. Einfach bei der letzten Kurve. Auch oft passiert, so viel Gas gegeben und dann gedreht sich. Eine Wand, andere Wand. Ich habe es zum dritten Mal probiert. Aber der hat Downforce, leck mich doch am Arsch. Aber nee, okay, das ist übertrieben. Das ist doch kein Formel 1. Ich bin heute mal mit Formel 1 hier gefahren. Du kannst die Kurven so krass nehmen. Oh, es gibt sogar Notes. Wenn du mit rechtsklick auf das Auto gehst, kannst du dann selber machen? Ja. Dann kannst du dazu schreiben. Rating habe ich gesehen, ja. Alles klar, dann kriegt der halt 4 von 5. Und noch so ein Zeichen, das heißt wahrscheinlich dann Favorit oder so. Nee, ja, anscheinend nicht. Genau, fällt mir halt aus, wenn er das zum Favoriten macht. Ich würde es gerne so sortieren. Das mit dem Zeichen hat es nicht geklappt, mit dieser komischen roten Bandage da oder Bar, Dings da. Genau. Roten Badge, wie man auf Deutsch heißt. Himmel, Wimpel. Irgendwie so. Abzeichen. Wie meinst du das zu den Favoriten hinzufügen? Wenn du auf Solo Drive gehst, kannst du dann beim auf das Auto klickst zum Auswählen, kannst du auf Favoriten gehen. Okay. Und da möchte ich halt die Autos drin haben. Ich habe letztes Mal Strecken getestet und ich wollte immer mit den zwei gleichen Autos testen, musste jedes Mal suchen, weil ich aus der Küche nicht so gut zur Tastatur komme. Scheiße, ich hätte mehr riskieren sollen hier. Ich habe zu viel Downforce. Jetzt habe ich aber verloren. Scheiße. Naja, auf jeden Fall zeigt er schon 4-Star-Rating an bei mir. Aber in der Favoriten geht es da kein Auto, ne? Doch. Ich klicke auf Ratings und Favorites und dann 4 Sterne. Und wenn ich auf 4 Sterne draufklicke, steht AMG GT3 drauf. Ach, du musst auf 4 Sterne auch noch klicken? Ja. Nochmal verbessert. 1,46,269. Ich glaube, das ist genau meine Ferrari-Zeit. Alter. So, und dann markiere ich mir gleich den M4. Den ich jetzt gar nicht nehmen kann, weil du ihn schon hast. Ich steig gleich aus. Nee, wollte ihn nicht nehmen. Ich sehe es nur gerade, dass man den noch einmal nehmen kann. Ist halt random gemacht vom Server, kann ich dann manuell machen. Ist aber nur halbe Sterne machen. Das ist geil. Halbe Sterne, dieses Fähnchen mache ich trotzdem dran, auch wenn ich nicht weiß, ob es da ist. Oder man einfach mal alles dran machen. Hoff kann man gleich vom Haus auf einstellen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Kann man noch die Reifen einstellen? Ist jetzt nicht in dem Fenster hier. Also man kann einem bestimmten Auto einen festen Foft geben.
Aber ich gehe mal davon aus, das hast du eh alle schon durchgesehen. Nee, habe ich nicht. Deswegen. Ja, kann man Setups. Das ist gut, dann könnte ich direkt von Anfang an schon Scheiße verbremst. Das kannst du nicht vorstellen. Halbe Sekunde vorne, die Kurve verbremst, verliere ich wieder. Mann. Warum? Jetzt verliere ich alles. Du kannst sogar Setups teilen mit Share Link. Ja, das kannst du sogar machen, habe ich doch gesagt. Ich wollte dir das Setup geben von einem Porsche, damit du siehst, wie geil der ist. Der 2020. Das heißt, du gibst mir einen Link und aus diesem Link extrahiert er die ganzen Daten. Nö, einfach im Spiel klicke ich auf Share und dann klickst du drauf, was gespeichert. Okay, weil im Manager ist nämlich auch so ein Share-Link. Also der heißt richtig so. Ist er hier auch? Ausprobieren lassen. Okay. Is everything okay? Yes. Okay, ich habe nicht die die Permission dafür. Das machen wir gleich mal. Ich gebe dir mal das Setup vom Technik für das eine Auto. Du siehst, wie krass der ist. Der nicht so gut fahren als den Porsche. Also nicht den mit ohne ABS, sondern den anderen. Den du auch nicht schlecht fandest, aber er wird halt noch besser. Alter, ich kann noch so viel Zeit hier rausholen. Nein! Boah! Boah, bitte, bitte. Ich will endlich raus aus dem Auto. Komm, gib mir die Zeit. Nein, gib dir mir nicht. Ich wollte unter 1,46 schaffen. Ich habe 1,46,015. Krieg ich nicht hin. Vorbei. Kein Sprit mehr. Bin zu dumm dafür. Verdammt. Da muss man schon nicht ohne Fahne. Erstmal Gino. Zack. Komm, wir loggen mal beide mit dem Ding ein hier. Mit dem ganz untersten Auto. Gen Z, falls du nicht drin bist schon. Okay? Oder bist du? Boah, ist jetzt. Können wir machen, ist aber nicht so mein Lieblingsauto. Naja, deswegen. Deswegen. Ich mach's zu deinem Lieblingsauto. Der hat mehr Grip als der BMW eben jetzt dann. Damit. Ich finde den auch scheiße. Ich wollte den nie fahren. Der Heck kommt, das übersteuert alles und das ist einfach kacke. Aber Technik hat gebastelt. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich bin durchgestartet, weißt du, wie ich meine? Heute schon 11 Stunden 36 Training hier. Ist viel zu wenig. Jens, da muss mehr. Ich bin immer noch scheiße. Ja, dann mach mal. Hopp, ja, der lädt ja hier nicht rein, verdammt. Warum lädt denn das bei euch so lange? So. Also, warum? Dann gehen wir mal auf Ding hier. Wie kann ich das schämen? Warum seit heute macht Twitch immer dein Twitch aus, sobald ich ins Spiel bin? Keine Ahnung. Vom Technikus laden. Und wie teile ich das jetzt eigentlich? Man kann das irgendwie im Chat machen. Man kann es in den Chat reinmachen irgendwie. Wie hat denn das Technikus gemacht? Drivers, Attachment, Current Setup. Jetzt hat. Hast du. Im Chat musst du einfach auf Save gehen. Im Chat, ich weiß nicht mal, wo ein Chat ist. Oh, da. Da, wo jemand, da, wo so eine Helm ist mit so einem Sprechblase. Da musst du auf Save. Am Chat?
Ja, und dann beim O. Und da musst du auf Safe gehen hier. Wisst ihr das? Emotes, die Welt ist gerettet. Da musst du auf Safe gehen. Ja, hab ich gemacht. Und dann lade das. From Gagstoffau. Genau, und dann lade das. Geh auf Setup und lade und dann fahr mit dem. Einfach so. Ich mach noch auf 20 Liter. Einfach so. Wir können ja mal gucken, ob ich dadurch schneller werde als mach mal Tank Zeit. 20 Liter. Machst du es gleich wie ich? Mach ich immer. Ja, okay. Also vom Technikus und du hast von mir geladen. Ich habe nämlich Skill gespeichert. Jawohl, endlich hier. Der Gödi hat 1,54 geschafft. Cheetah. Was ist denn es? Ja, mit dem. Das war noch die alte Zeit. Ja, hast du ja erzählt letztens. Ja. Gott, Miss Force Feedback ist ja ganz wild bei dir. Oh Gottes Willen. Was machst du denn hier? Wow, 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 wieso bleibst du stehen? Ich wollte dich mal überholen lassen. Nee, ich wollte, dass du vorne vorfährst, fahr. Ich sogar noch Force Feedback einstellen hier. Muss noch testen hier. Du hast das mit dem viel, viel. Downforce jetzt. Ich fahre nur so entspannt hinterher. Alles gut. Wenn das okay für sie ist. Anders. Das hat viel mehr Grip. Das kannst du aus jedem Auto machen. Mit ein paar Einstellungen. Egal wie scheiße du ihn findest, du kannst es machen, dass es dein Lieblingsauto wird. Weißt du? Jetzt fast rausgehauen, so viel ist Isuka bin ich gegangen. Habe ich gesehen. Gepusht wie so ein Schlawinerdrecker, da weißt du. Ich bin 0,61 hinter meiner Zeit, vielleicht. Ah, da habe ich verkackt. Ach nichts. Was ich gesehen habe, voll gebremst. Und nochmal verkackt. Und nochmal verkackt. Irgendwie. Muss man mögen. Muss schwächere Gänge nehmen. Gang schwach. Also zweiter Gang, die Kurve da. Die hier rechts. Ach, die hier. Die hier sowieso zweiter Gang. Die hier eh zweiter Gang einfach. Sector 3 is 1.8 off the base.
Eieiei, die Drecksau. Ja, der bremst schon ein bisschen anders ein als der andere eben. Da muss man ja auch mal dran gewöhnen. Die nächste Rechtskurve, zweiter Gang. Sonst bist du zu weit raus. Ganz langsam zweiten Gang, ganz entspannt fahren. Okay, weil du vorhin so weit rausgekommen bist. Dachte ich bis dritten. Hier traue ich mich immer nicht Vollgas zu geben, aber jetzt habe ich es mal getan. Hatte jetzt bin ich bis zweit runtergegangen. Siehst du, 1,53,4 geschlagen, keine Zeit. Du hast so eine Sekunde besser ist. Klar. Das sage ich ja, also der erste Eindruck ist nicht immer der beste. Er hat ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich fand den ja vorher schon gut. Ich habe den ja auch unter gut abgespeichert. Ich fand den unter ultra scheiße abgespeichert. Aber ich würde ihn immer noch nicht fahren wollen. Auch wenn er schnell ist. Es liegt doch irgendwie nicht so die Karre. Ups, vergessen zu bremsen. Ja, das kannst du nicht machen, James. Was ist mit dir? Ich war gerade im Kopf bei der anderen Kurve, wo du nicht bremsen musst. Die zwei Kurven davor oder was das war. Na, ja, ja. Weil ich gerade noch was nachgedacht habe. Ich in die Küche gehe einen rauche. Jetzt können wir ihn einlassen, ich habe Angst und danach ist es dunkel. Ich bin ganz schön kalt mittlerweile wieder in Deutschland, was? Nee, hör auf. Ich bin am Schwitzen hier. Bei mir ist im Wohnzimmer 30 Grad und hier 27 Grad. Es ist einfach schwül. Mehrere Tage lang musste ich nachts irgendwann. Ich bin mit Schüttelfrost wirklich aufgewacht und weil die ganze Bude ausgekühlt war und ich mache alles zu, leg mich wieder hin und plötzlich höre ich, wie die Heizung ausgeht. So, hier ist die Heizung schon wieder angelaufen, weil es zu kalt wurde. Echt? Spinnst du? Ja, die geht ja automatisch ab mit gewissen Temperatur. So ab, ich weiß nicht, 16 Grad oder so. Das ist krass. Ja. Und 16 Grad fühlen sich gerade wie Winter an. Das ist, also ich meine, es ist schon kühler, es hat draußen 25, 26 Grad. Aber es kühlt da nicht ab. Es ist ein ganz, ganz leicht Wind, aber das kühlt halt null ab. Heute aufgewacht, 30,2 Grad bei mir. Easy. Okay, also ihr habt 18 Grad, wir haben 15 Grad. Beziehungsweise bei mir ganz genau 14 Grad. Aber ich sitze direkt neben dem Fenster, das ist heiß. Weil es kommt da nicht rein, keine Ahnung. Ja. Hast du einen Ventilator bei dir in der Wohnung? Ja, aber nicht in der Küche. Vielleicht irgendwie mal vors Fenster stellen, dass da kalte Luft reingeht. Weißt du, dann ist dauerhaft Luft auf mir, dann bin ich dann noch mehr krank, Lungenentzündung, Scheiße, sowas, glaube ich. Ja, ich meine nicht mal unbedingt auf dich drauf, sondern so, dass das in den Raum reinpustet. Es gibt kaum
Platz, dass er nicht auf mich drauf geht, weil hier ist das so länglich die Küche. Da müsst ihr ja gegen die Wand boosten. Und reflektiert die Wand auf mich. Hier 1,53. Was bin ich vorher gefahren mit dem? 1,54 irgendwas. Habe ich geschaut, bevor du durchs Ziel bist. Über eine Sekunde besser. Aber hast du recht, wieso sollte es mit dem Fahrer mit dem anderen besser fährst? Bei mir ist eher so, ich möchte so viel Driving Skill wie möglich haben und versuchen, mit jedem Auto zurechtzukommen, weißt du? Aber du musst erstmal generell viel fahren, damit du überhaupt mit einem zurechtkommst und dann kannst du immer noch schauen. Habe ich es am Anfang ja auch gemacht. Ich bin die ersten 3 Wochen nur mit einem, also ist gelogen, weil ich bin die ersten 2 Tage jeden Tag mit einem anderen Auto gefahren und dann bin ich 2 Wochen oder 3 Wochen mit dem gleichen gefahren. Bei Automobilista, weißt du ja, das ist in einem CRK, wo Techni den Skin gebastelt hat. Und danach, indem ich 3 Wochen jeden Tag meine 6 Stunden mit dem gleichen gefahren bin, habe ich ja halt dann mal anders genommen. Und das war dann auch nicht mehr so schlimm. Jo, wo hast du das gesehen mit meiner alten Zeit? Weil in meiner Liste wird bei mir gar nicht der. Da wird nur die aktuell beste Zeit. Oben links? Im Spiel? 1,53,436 warst du. Und die alte Zeit war 1,54 irgendwas. Habe ich mal. Ja, im Spiel. Du musst mal bei dir im Spiel Taste F9 drücken. Dann hast du so ein Ding. Das Leaderboard ändert sich dann von unten. Ist das F9? Oh, ich habe jetzt schon wieder keine F9-Taste, egal. Ach so, ja, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Und ich habe die Zeit, ich wusste, dass du eine beste Zeit jetzt fährst, dann habe ich halt geschaut. 1,54 irgendwas bist du gefahren davor. Jetzt bist du 1. Eine Sekunde ist um eine Sekunde. Das ist viel. Und einfach so, als ohne wirklich viel zu üben. Ja. Ich bin jetzt fast alle Zeiten immer so mit einer schnellen Runde gefahren, um das so ein bisschen vergleichen zu können. Wenn man auf Anhieb gleich eine Sekunde schneller wird, das kann man schon machen, ja. Du musst dir vorstellen, mit dem richtigen Setup noch von einem Profi oder so, geht es noch besser. Und dann fahren sich manche Autos halt so einfach, dass du halt auch dich mehr traust, weißt du? Ja. Wenn du dann merkst, dass ein Auto rutscht, dann traust du dich halt nichts. Wenn du merkst, dass ein Auto stabil ist, gibst du mal mehr Gas, früher bremst, spät.